Hallo, es ist so schön, dass du den Weg hier zu mir gefunden hast. Und heute erwarte dich eine knackige Yoga-Session mit mir mit dem Thema Energiebooster, Immunsystembooster. Es ist Mitte Dezember und ich glaube, wir können alle eine Runde Energie und positive Energie vor allem für unser Immunsystem gebrauchen. Und ich erwarte heute eine Kombination aus Yoga, Yoga-Flow und Elementen des Flow-Dances. Lass dich einfach drauf ein, folge meiner Stimme, folge meinen Bewegungen. Wir werden am Anfang sanft einsteigen, einen selben Flow-Ablauf wiederholen und zwischendurch Elemente einbauen. Traue dich da, die Zeit zu nehmen, dich zu spüren und auszuprobieren. Und ich freue mich unglaublich, dass du mit dabei bist. Alles, was du dafür brauchst, ist bequeme Kleidung, eine Yogamatte, mit der du praktizieren kannst und gegebenenfalls ein Yoga-Block. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude und ich freue mich, jetzt mit dir gemeinsam zu praktizieren. Los geht's! Komme am Ende deiner Matte in den Fersensitz oder in den Heldensitz. Schließ gern deine Augen, atme tief ein und aus. Roll die Schultern nochmal nach oben, hinten, unten. Leg die Hände entspannt auf deine Oberschenkel und komm bei dir an mit geschlossenen Augen. Atme bewusst. Nimm dir Zeit, hier bei dir anzukommen, dich jetzt auf deine Praxis einzustellen, mit mir gemeinsam Yoga zu praktizieren und dir Energie zu schenken mit herzöffnenden und Twist-Bewegungen, sehr im Flow für unser Immunsystem. Lass dein Atem tiefer und bewusster werden. Atme nochmal tief ein, tief aus. Dann öffne die Augen, komm zurück. Atme ein, heb deine Arme kraftvoll nach oben. Ausatmen, führ sie zur Seite in Kaktusarme. Einatmen, nach oben, zusammen und ausatmen. Zentriere dich vor deinem Herzen. Nochmal einatmen, heb die Arme kraftvoll nach oben. Ausatmen, Kaktusarme. Einatmen, nach oben und ausatmen. Zentriere dich vor deinem Herzen. Einatmen, führ die Arme mit all deiner Kraft nach oben und ausatmen, führ sie nochmal nach unten. Bring deine Hände hinter deinem Rücken zur Faust, öffne deine Brust das erste Mal, öffne dein Herz, heb den Kopf und atme hier tief. Mit deiner nächsten Ausatmung beug dich nach vorne. Einatmen, lass dich wieder zurückbringen. Wiederhol das. Ausatmen, bring den Kopf Richtung Matte, Faust Richtung Kopf. Und ausatmen, setz dich wieder auf. Blick heben. Ausatmen, lehn dich erneut nach vorne. Und komm wieder nach oben. Diesmal komm auf deine Knie hoch. Und beginne jetzt sanft Kreisbewegungen mit deinem Oberkörper zu beschreiben. Dafür tauche über deine linke Seite nach unten und über die rechte wieder nach oben auf. Öffne dein Herz, lass die Hände in der Faust und folge deinem Atemrhythmus. Wiederhole diese kreisenden Bewegungen. Und wenn du soweit bist, dann wechsle die Richtung und kreise über rechts oder die andere Seite. Schau, dass mit dem Ausatmen du nach unten kommst. Mit dem Einatmen dich wirklich nach oben öffnest. Dann bleibe oben, atme ein, heb die Arme nach oben und ausatmen, finde in die Haltung des Kindes. Zentriere dich hier, entspann den Kopf und dann roll langsam nach oben. Mit dem Einatmen komm in ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, komm wieder zurück in dein Kind. Nächstes Einatmen, roll nach vorne, komm in die Kuh, heb den Kopf. Ausatmen, runde deinen Rücken so weit wie es geht und lehn dich zurück in dein Kind. Nochmal, komm nach vorne, atme ein, ausatmen, komm wieder zu deinem Kind.
Variation. Komm nach vorne, atme ein, heb dich, komm in den heraufschauenden Hund oder lass die Knie am Boden. Ausatmen, zurück in dein Kind. Einatmen, wieder nach vorne, gern zum herausschauenden Hund, heb deine Knie vom Boden ab. Und ausatmen, wieder zum Kind. Noch einmal, komm nach vorne, atme ein, heb die Knie kraftvoll, heb dich und bring dich hier ausatmen in deinen ersten herabschauenden Hund. Walk the dog, bring deine Füße abwechselnd zum Boden, beug die Beine, richtest dir hier gemütlich ein, schau von links nach rechts. Schau, dass du dich wohlfühlst in deinem Hund. Denk daran, der Rücken ist gestreckt, Beine können gerne gebeugt bleiben. Atme hier tief ein, tief aus und dann mach einen Spaziergang auf deiner Matte. Komm nach vorne in die ganze Vorbeuge. Einatmen halbe, ausatmen ganze. Mit dem nächsten Einatmen roll dich nach oben auf, Kopf, Schultern als letztes und komm in deiner Berghaltung an. Atme ein, heb die Arme kraftvoll nach oben über deinen Kopf. Ausatmen, komm ganze Vorbeuge nach unten. Bleibe hier in deiner Vorbeuge, spüre dich hier. Beginn auch hier deine Beine abwechselnd zu beugen und zu strecken, um hier in der Vorbeuge dich zu zentrieren. Umkehrhaltungen sind immer gut für Stressabbau. In der nächsten Einatmung beugt die Beine tief, roll dich nach oben auf, nimm die Arme mit, ausatmen, Hände vor dein Herz. Weiter geht's, einatmen, öffne dich nach oben, ausatmen, komm nach unten, ganze Vorbeuge. Einatmen, wiederhole das. Walk deine Beine, spür dich, lass dich hängen. Schau vor allem, dass der Kopf hängt. Lass den Kopf los. Und komme hier dazu, deinen Körper einmal hindurch zu spüren. Du kannst den Kopf von rechts nach links bewegen, Ja-Nein-Bewegungen machen. Und mit deinem nächsten Einatmen wieder nach oben kommen. Ausatmen für deine Hände, vor dein Herz. Bleib hier im Stehen, stehen, schließ die Augen, leg deine Hände gerne auf deinen Bauch oder auf dein Herz und zentriere dich mit dir. Spür die Verbindung, spüre vor allem deinen Atem, dein Gleichgewicht. Atme tief ein, heb die Arme kraftvoll nach oben, ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe, öffne hier die Augen, ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, mach mit rechts einen großen Schritt nach hinten, bring Knie und Fußrücken zum Boden. Einatmen, heb die Arme nach oben, ausatmen, führ sie wieder nach unten. Heb dein Knie nach oben und tritt in deine Plank. Ausatmen, senk ganz am Boden ab. Einatmen, komm in die Kobra und ausatmen, bring dich in deinen herabschauenden Hund. Wir sind ziemlich schnell. Versuch einfach dabei zu bleiben. Einatmen, bring dein rechtes Bein nach vorne, heb jetzt die Arme wieder kraftvoll nach oben, linkes Knie und Fußrücken ist am Boden. Einatmen, streck dein linkes Bein wieder, komm zurück in die schiefe Ebene. Ausatmen, senk dich entweder über die Knie oder ganz zum Boden ab. Einatmen, Kobra und ausatmen, zurück in deinen herabschauenden Hund. Mach einen Spaziergang auf deiner Matte, komm wieder nach vorne, atme ein und aus. Und mit deiner nächsten Einatmen roll dich wieder nach oben ins Stehen, Hände zentriert vor deinem Herz. Let it flow, einatmen, heb die Arme nach oben, atme aus, schwing die Arme nach unten, verschränk die Hände hinter deinen Kopf, führ die Faust Richtung Kopf, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb dich wieder nach oben, komm ins Stehen. Und ausatmen, sink liebevoll in deine ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe. Ausatmen, tritt zurück in deine schiefe Ebene. Ausatmen, sink halb oder ganz zum Boden ab. Kobra oder heraufschauender Hund zum herabschauenden Hund. Einatmen, heb dein rechtes Bein nach oben. Ausatmen, lass dein Fuß gebeugt, beug dein Bein.
Beginne jetzt sanft mit deinem Knie zwei Kreisbewegungen großzügig zu beschreiben, um deine Hüfte liebevoll zu öffnen. Dann öffne dein Bein wieder, streck es weit, weit nach oben. Ausatmen, führe dein rechtes Knie zum rechten Oberarm. Einatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm. Bein kommt wieder zurück. Und ausatmen, mach einen großen Schritt zwischen deine Hände. Einatmen, komm nach oben, heb die Arme nach oben. Variation Krieger 1 mit gehobener linker Ferse, setz dich tief. Jetzt twiste dich zu deiner rechten Seite auf. Bleib entweder hier, um dein Gleichgewicht zu halten, oder lehn dich zurück, bring rechts auf deinen linken Oberschenkel, atme. Dann twiste dich zur Seite auf, komm in den Krieger 2. Lehn dich liebevoll zurück und dann atme ein, lehn dich nach vorne. Einatmen, komm wieder in deinen Krieger 2. Zieh die Energie zu deinem Herzen, bring Hände zu deinem Herzen und breite dich wieder aus. Einatmen, Krieger 1 zurück. Ausatmen, tritt zurück. Beug dich nach vorne weit, Kopf ist lang. Ausfallschritt, schau nach oben. Ausatmen, versuch dein rechtes Bein so weit zu strecken wie möglich. Einatmen, komm wieder in den Ausfallschritt. Ausatmen, strecke dein vorderes Bein. Halte hier. Einatmen, heb dich wieder nach oben, kraftvoll. Zieh dich lang, zentriere dich und dann tritt nach vorne. An den Anfang deiner Matte. Lass die Arme hängen, schließ deine Augen. Spür dich, auch wenn es ein bisschen schneller war heute. Und dann erinnere dich an dich und deinen Körper. Hör die Musik im Hintergrund. Und stell dir jetzt mit geschlossenen Augen vor, dass deine Hände in Wasser wären. Und du mit deinen Händen durch dieses Wasser fließt, mit diesem Wasser spielst. Und so Bewegungen von Wellen in deinen Händen erzeugst. Entweder sind deine Hände die Welle oder du bist im Wasser. Probier dich hier aus. Vielleicht möchtest du deine Arme mitnehmen, eventuell deinen Schritt etwas vergrößern, um bessere Balance zu haben. Lass deine Arme, Hände, Finger im Wasser gleiten. Vielleicht möchtest du mehr spielen damit. Vielleicht fließt dein Oberkörper mit von Seite zu Seite. Lass dich von deinem Körper, den Wellen, der Musik inspirieren und fließe ganz in deinem Tempo. Lass zu, auszuprobieren, lass zu, deinen Körper reagieren zu lassen. Erforsche die Wellen, der Fluss, den Flow deines Körpers. Vielleicht sind die Bewegungen langsam oder schnell, probier dich aus. Und dann komme wieder an den Anfang deiner Matte. Spür dich hier bewusst in Berghaltung. Andere Seite, atme ein, heb die Arme nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halb. Ausatmen, tritt zurück in deine schiefe Ebene. Senk entweder halb oder ganz zum Boden ab. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauen damit. Atmen. Einatmen, heb jetzt dein linkes Bein weit nach oben, beug es auch hier in der Luft. Beginne mit deinem Atem Kreisbewegungen zu beschreiben in deinem Bein. Öffne deine Hüfte zweimal. Dann streck dein Bein so weit nach oben, dreibeiniger Hund, wie es geht. Und dann zieh dein linkes Knie zum linken Ellenbogen. Streck es wieder weit nach oben. Ausatmen zum rechten Ellenbogen. Wieder weit nach oben. Und dann mach einen großen Schritt zwischen deine Hände nach vorne. Spür die Connection mit dem Boden und dann zieh dich nach oben. Kriegervariante, gehobene linke Ferse. Ausatmen, twiste dich zu deiner linken Seite auf. Bleib entweder hier oder lehn dich auch hier zurück. Deine linke Hand findet deinen rechten Arm ein. Atme ein, twiste dich zur Seite, komm in deinen Krieger Nummer 2. Zieh die Hand nach vorne und dann mit dem Ausatmen lehn dich weit, weit zurück. Einatmen, komm nach vorne, lehn dich nach vorne, streck dich tief. Einatmen, finde zurück in dein Krieger 1, 2, ausatmen, Hände vor dein Herzen. Einatmen, ausbreiten
und wieder zurück zur Variante Krieger 1. Bring die Hände zum Boden. Einatmen, streck dein Vordersbein so weit wie möglich. Ausatmen, komm in den Lunge. Einatmen, streck dein vorderes Bein. Und ausatmen, in den Lunge, heb den Kopf. Streck wieder dein vorderes Bein. Halte hier kurz, spür den Stretch. Und dann wieder nach vorne. Heb den Kopf, heb den Blick. Spür die Kraft, zieh dich wieder kraftvoll nach oben. Krieger 1 mit Variante. Und dann mach einen großen Schritt nach vorne. Stell dich wieder an den Anfang deiner Matte. Atme. Schließ die Augen. Und jetzt öffne deine Beine etwas mehr. Hör, dass die Musik intensiver ist, intuitiver. Mit ein bisschen mehr Bass hörbar. Lass die Augen zu und lass dich einfach von der Musik leiten. Vielleicht beugst du deine Beine und bounce ein wenig. Vielleicht schwingst du deine Arme wie eben. Atme für dich und spüre einfach, was hier möglich ist. Let it flow. Lass die Musik reagieren. Dein Körper reagiert wundervoll auf die Arme. Auf die Musik. Nimm die Arme vor allem mit. Und dann stell dich ein bisschen breiter. Mit dem Einatmen hebst du die Arme nach oben, lass die Augen immer noch zu. Ausatmen, führ die Arme wieder nach unten. Nochmal. Einatmen, heb die Arme hoch. Ausatmen, tief. Werde wieder intuitiv. Beweg dich wieder frei, lass die Arme fließen. Erinnere dich an die Wellen, die jetzt wieder in deinen Fingern, in deinen Armen, in deinen Händen beginnen zu bewegen, zu fließen. Vielleicht kannst du Kreisbewegungen machen, vielleicht machst du Schrittveränderungen und komm so allmählich wieder zum Anfang deiner Matte, zum Stehen. Einatmen, heb die Arme nach oben, ausatmen, schwing die Arme nach unten, ganze Vorbeuge, Faust Richtung Kopf. Einatmen, richte dich wieder nach oben auf, ausatmen, nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze, tritt zurück, schiefe Ebene. Senk halb oder ganz zum Boden, Cobra, heraufschauender und zum herabschauenden Hund. Again, heb dein rechtes Bein nach oben, zieh direkt Knie zum rechten Ellenbogen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Ellenbogen, dreibeiniger Hund. Und beim nächsten Ausatmen, großen Schritt zwischen deine Hände, zieh dich nach oben, du kennst die Abfolge jetzt. Twiste dich zu deiner rechten Seite, bleibe hier oder lehn dich zurück. Transformiere dich in dein Krieger 2, atme ein, lehn dich sanft zurück. Ausatmen, komm nach vorne, lehn dich. Einatmen, deinen Weg in Krieger 2, ausatmen, Energie zum Herzen, Herzen ist unser Fokus. Ausatmen, bring beide Hände zum Boden und versuch dein vorderes Bein zu strecken. Einatmen, zum Lunge, ausatmen, strecken. Halte hier, bleibe hier und dann beug dein vorderes Bein, spür die Kraft und tritt zurück in die schiefe Ebene. Senk halb oder ganz ab, Cobra und herabschauender Hund. Direkt andere Seite. Heb dein linkes Bein nach oben, zieh deinen linken Ellenbogen, einatmen, dreibeiniger Hund, ausatmen zum rechten Ellenbogen. Einatmen, dreibeiniger Hund und ausatmen, wieder kraftvoll nach vorne. Einatmen, heb dich nach oben. Ausatmen, twiste dich zu deiner linken Seite auf. Bleibe hier oder lehn dich wieder zurück. Variante. Schwing die Arme, komm in dein Krieger 2, breite dich aus. Einatmen, lehn dich zurück. Ausatmen, komm nach vorne. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, Energie zum Herzen und ausbreiten. Bring beide Hände zum Boden, Deep Lunge. Und versuch dein vorderes Bein wieder zu strecken. Einatmen, Deep Lunge. Ausatmen, strecken. Kopf hängen lassen, loslassen. Atmen, nicht vergessen. Einatmen, wieder Deep Lunge und tritt zurück in die schiefe Ebene. Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ganz schön knackig unsere Einheit heute. Spür dich hier im Hund, lass dein Atem zu, dein Puls wieder ruhiger werden. Und dann beug die Beine, schau nach vorne und spring oder geh zwischen deine Hände.
Halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze. Komm noch einmal kraftvoll nach oben, lehn dich sanft zurück und dann bring deine Hände vor dein Herzen. Sehr gut gemacht. Atme, zentriere dich. Versuch deinen Puls ruhiger zu bringen. Erinnere dich an die Wellen, den Rhythmus des Musik. Und dann heb die Arme noch einmal nach oben, ganz entspannt. Ausatmen, verbeug dich vor dir selbst, komm nach unten, Hände Richtung Mutter Erde, lass dich hängen. Finde deinen Weg direkt in den herabschauenden Hund und schenk dir nochmal Atemzüge hier. Dann komm nach vorne, entweder durch Hüpfen oder Gehen, finde deinen Weg in Sitzen und komm zum unterstützten Boot. Bring die Hände hinter deinen Körper und dann heb die Beine abwechselnd nach oben, beug sie und dann halte, wenn möglich, dein Boot kurz mit gebeugten oder gestreckten Händen. Wenn es zu deiner Praxis gehört, greif unter deine Oberschenkel oder zu deinen Fußknöcheln und komm hier an, atme, lächle. Dann beug die Beine liebevoll, stell die Füße ab und komm nach oben in den Tisch, heb deine Hüfte nach oben, Kopf darf nach hinten kommen. Dann heb Kopf wieder an und senk dein Becken ab. Streck die Beine kraftvoll aus, zieh dich nach oben und dann lehn dich weit nach vorne in die sitzende ganze Vorbeuge. Greif, was zu greifen ist, lass vor allem den Kopf los. Entspanne, bleib bei dir. Hingabe, auch wenn es schnell war, werde jetzt ruhiger. Atme, finde deinen Puls, entspanne dich, komm zurück zu dir. Einatmen, zieh dich wieder nach oben. Ausatmen, fühl die Hände nochmal hinter dich. Heb dein Becken ein wenig nach vorne, greif unter deine Knie, Füße sind angebeugt. Und dann roll Wirbel für Wirbel in Rückenlage an. Zieh die Knie zu dir ran. Genieße es, dass du am Boden liegst durch eine sanfte Rückenmassage. Und dann wickel deine Beine umeinander. Wickel rechts um links und lass deine Beine nach links gleiten. Der Kopf ist nach oben oder zur Seite, um den Twist am Boden zu beenden. Werde noch ruhiger, entspanne. Und dann mit Kraft der Bauchmuskeln bring die Beine zurück, streck beide Beine kraftvoll nach oben, wickel links über rechts, wie als würdest du im Kaffee sitzen und lass jetzt deine Beine zur rechten Seite fallen. Der Kopf entweder nach oben oder zur linken Seite. Und dann Beine wieder nach oben für diesen kurzen Twist. Bring deine Beine zum Boden, gerne Fußsohlen aneinander um den liegenden Schmetterling, um noch eine Hüftöffnung zu ermöglichen. Bring eine Hand auf deinen Bauch, eine Hand auf dein Herz und schließ deine Augen. Du kannst die Beine lassen oder mit mir gemeinsam in Shavasana kommen. Und spüre dich hier, spüre diese intensive, schnelle Energiebooster, Immunsystembooster-Einheit. Und komm immer mehr zur Ruhe. Shavasana, don't skip Shavasana. Wichtig, um auch dieses Feuer, das wir aktiviert haben, in unserer sehr flowigen, schnellen Einheit, jetzt auch zu zentrieren. Bring die Hände neben deinen Körper. Öffne die Handflächen nach oben und lass los. Schenk dir Ruhe. Entweder bleib liegen, wenn du noch Zeit hast, oder beginne mit mir gemeinsam deinen Körper zu erwecken. Regel, streck dich, leg dich auf eine Seite, nimm dir, was du brauchst und dann finde deinen Weg nach oben ins Sitzen. Ein Sitz deiner Wahl, gerne wieder eine Hand aufs Herz, eine auf den Bauch und spür auch im Sitzen nochmal deiner Session nach. Lass dir Zeit. Gib deinem Körper Zeit und Raum. Lass die Augen zu mit dem nächsten Einatmen. Führ die Hände kraftvoll nach oben. Ausatmen. Finde sie in Namaste-Haltung vor dein Herzen. Bring dein Kinn zu deinen Fingerspitzen. Verbeug dich vor dir selbst, dass du dir die Zeit geschenkt hast,
Energie zu tanken, dein Immunsystem was Gutes zu geben und Flow-Elemente des Flow-Dances auszuprobieren. Schenk dir ein Lächeln. Heb deinen Kopf, lass die Augen aber immer noch zu, drück deine Handseiten gegeneinander und spreiz die Finger voneinander weg, außer Daumen und kleinen Finger. Einen Lotus in deinem wundervollen Energieherz. Heb deine Arme nach oben, streck dein Lotus nach oben, öffne die Augen und die Arme und komm so zurück. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für diesen schnellen, energetischen Booster. Mach's gut und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.